Energy Radio. Unser Tagesthema. Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChock, die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Markus Winkler von BioBauler. Herzlich willkommen, Herr Winkler. Hallo. Herr Winkler, wir haben ja schon mal zusammen gesprochen, ganz am Anfang, damals, als es mit BioBauler losging. Es geht um Tabs, um Plastik zu vermeiden, sage ich jetzt mal so. Das ist so der grobe Rahmen. Und bei Ihnen hat sich in der Zwischenzeit eine ganze Menge getan. Ja, das kann man so sagen. Also wir wachsen schön dahin, auch in der Covid-Zeit. Natürlich Reinigungsmittel ist da ein großes Thema. Ja. In vielen Ländern. Und ja, ist eine schöne Sache aktuell. Was gibt's denn Neues bei Ihnen? Sie haben, glaube ich, gestartet mit Tabs, also Reinigungsmittel, also so Badreiniger, Küchenreiniger. Das waren so diese Geschichten. Glasreiniger war mit dabei. Jetzt gibt's in der Zwischenzeit, glaube ich, sogar auch Waschmittel-Tabs. Ja, das ist sogar ein ganz interessantes Thema. Wir haben quasi einen Waschmittel-Tab entwickelt, der die Packung nicht größer ist wie eine Seifenschachtel. Tabs genauso klein wie bewährt sind. Der kleine Tab ist für 6 bis 8 Kilo Wäsche in alter, bewährter Qualität mit wenig Duft. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und da sind wir ganz stolz drauf, auf unsere Waschmittel-Tabs. Das glaube ich gerne. Wie lange hat da die Entwicklung gedauert? Ja, da haben wir jetzt fast ein Jahr gebraucht, weil wir quasi das Puder, sagen wir, nehmen wir mal eine Schaufel Puder, mit 4 Tonnen pressen, damit das Kompaktat ziemlich für 6 bis 8 Kilo reicht. Dann hast du natürlich verschiedene Tensid-Geschichten drin, die sehr nachhaltig sein sollen. Also die Entwicklung hat schon ein bisschen länger gedauert. Das war schon ein bisschen mehr tricky wie die anderen Sachen. Nachhaltigkeit ist ja ein gutes Stichwort. Es geht ja nicht nur um keine Plastikverpackung, sondern sie sind ja auch sonst, die Inhaltsstoffe sind ja auch mehr naturfreundlich. Ja, es gibt ja mittlerweile, seit ich angefangen habe, viele, viele Tabshersteller, die meistens die Tenside auf Erdölbasis verwenden. Das machen wir nicht. Wir sind immer natürlichen Ursprungs. Und das ist bei mir eigentlich das Wichtigste. Man sollte nicht nur Plastik sparen, sondern auch das Abwasser, was in die Umwelt gerät, mikroplastikfrei sein und schnell biologisch abbaubar sein. Und unsere Artikel sind alle in 28 Tagen biologisch abbaubar. Als Sie damals auf den Markt kamen, da gab es ja diese Tabs, ich sage jetzt mal so gut wie gar nicht, und jetzt nach Ihnen kommen ja immer mehr auf den Markt. Freut Sie das oder ist das auch eine große Konkurrenz? Wenn man ein Produkt erfindet und entwickelt und danach kommen viele andere, die quasi das gleiche Schema haben, aber nicht nur natürliche Inhaltsstoffe haben, das ärgert mich irgendwo auch, natürlich. Ich liebe mein Produkt und es ist halt einfach so, dass unsere Inhaltsstoffe erheblich teurer sind. Unsere Zitronensäure ist keine Gentechnik. Es gibt so viele Faktoren, wo wir einfach aufpassen müssen. Und speziell mit den Derivaten ist das immer eine große Schwierigkeit, wenn man jetzt einen anderen Tab sieht und ist ein Erdölderivat drin. Ich weiß noch nicht, ob das Plastiksparen dann vorteilhaft ist. Also das heißt, da wurde sozusagen Ihre Idee schön übernommen, aber halt eben nicht so ausgeführt, nicht so nachhaltig und natürlich, wie Sie das machen. Also dass die Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind. Ja, ich glaube jetzt bei anderen Tabs-Herstellern ist es einfach so, dass der Hauptfokus im Plastiksparen liegt. Mhm. Das ist ja auch gut. Ja. Die Preise sind dann einfach auch günstiger, weil die Herstellung einfach günstiger ist. Von Duft und Farbstoffen weiß ich jetzt auch nicht, will ich mich auch nicht äußern dazu, wie andere das machen. Für mich ist einfach wichtig, unser Produkt muss nachhaltig sein und das muss vom Plastik sparen bis zu dem Boden, bis zu den Fischen einfach gut sein und das ist das Wichtigste. Es gibt gerade eine aktuelle Meldung, 229.000 Tonnen Plastik sollen jährlich laut einem Bericht der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur
aufgrund nicht ordnungsgemäßer Entsorgung von Abfall ins Mittelmeer gelangen. Und bis 2040 könnte sich diese Zahl sogar noch verdoppeln. Also das sind ja wirklich erschreckende Zahlen, wenn man sowas hört. Ja, und für mich ist dann auch, wir haben zum Beispiel auch eine Glassprühflasche. Wir arbeiten schwer daran, dass der Kopf auch, der jetzt BPA-frei ist, dann auch nicht mehr aus Kunststoff ist. Es ist einfach so, grundsätzlich, ob das recycelt ist, meiner Meinung nach, oder normales PET-Plastik, wir müssen es einfach verringern, egal wie. Recyceln ist eine gute Sache, aber wir recyceln in Deutschland viel zu wenig. Und wenn ich so ein plastikfreies Produkt mache, dann muss ich auf alle Fälle schauen, dass ich das Plastik wegbekomme. Und das ist einfach ein riesen Problem. Und da brauchen wir noch viele Jahre, wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, damit das besser wird. Ist es denn ein Problem der Putzmittel? Die sind ja nun wirklich alle in Plastikflaschen abgepackt. Oder ist es auch ein Problem der Einweggetränke-Plastikflaschen? Ich glaube einfach, das ganze Plastikthema kam so auf, es ist einfach viel günstiger zu produzieren. Es ist einfach so, eine Flasche ist einfach viel mehr Aufwand, das kann brechen und so weiter. Wir sind bequemer geworden in der Gesellschaft. Und jetzt dreht sich das Ganze, jetzt überlegt jeder auch, was hinterlasse ich denn meinen Kindern, wenn ich alles mache, obwohl ich sagen muss, ganz hoch den Finger gehoben, Deutschland geht in die richtige Richtung. Sieht es in anderen Ländern schon viel schlimmer aus, durch das, dass ich bekomme das mit, weil wir eben auch jetzt mit Dänemark, mit der Schweiz, mit Frankreich viel sprechen. Bei denen sieht es noch schlimmer aus wie bei uns. Der Gedanke bei uns ist schon da. Sie haben vorhin auch die aktuelle Situation angesprochen. Da geht es ja auch jetzt immer sehr häufig um Hygiene. Da gibt es von Ihnen ja auch diese Hygiene-Öko-Reiniger-Tabs, die auch ohne Plastik sind. Und selbst die sind biologisch abbaubar. Die sind biologisch abbaubar. Bei uns ist der Hygienereiniger quasi mit einer Bleiche gemacht. Mhm. Die Bleiche ist wichtig, das ist so quasi zum Schimmelreinigen schwere Verschmutzungen. Und was sehr gut ist, wenn Sie jetzt eine Fläche desinfizieren und danach mit dem Hygienereiniger einsprühen, hält das quasi die Bakterien ab. Ah, ja. Ein direkter Desinfektionsmittel ist es nicht, weil da muss Alkohol mit rein und die gewisse Mischungen nach WHO-Verordnung, das haben wir nicht, das kann man auch im Tab so nicht lösen. Ich habe auch gesehen, und das fand ich jetzt sehr spannend, ein Autofelgenreiniger. Ich sag mal, die sind ja doch wirklich sehr, sehr verschmutzt und da finde ich das ja besonders erstaunlich, dass auch selbst dieses Produkt biologisch abbaubar ist. Ja, wir haben quasi unseren Felgenreiniger, der ist so ein bisschen angelehnt an den Küchenreiniger, der ist ein bisschen stärker mit Orangenöl, das ist halt auch ein Fettlöser und ist quasi genau Rezeptur, ein bisschen höher gestellt natürlich für die Felge, aber ist auf unserer Grundbasis, es funktioniert sehr gut. Und da sind wir ganz glücklich. Und bei den Autos liegt halt auch viel Plastik in den Tankstellen. Und das wollen wir halt auch angehen in nächster Zeit. Wer sie ausprobieren möchte, der hat auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel so ein Biobauler Starter-Set und zwei Glasflaschen zu bestellen. Das gibt's dann über Ihre Webseite biobauler.com. Wo kann ich Ihre Produkte in der Zwischenzeit kaufen im Einzelhandel? Also wir sind jetzt mittlerweile in fast 6.000 Läden. Ja. Das heißt, angefangen von den Naturshops bei Müller, natürlich in unseren Bioläden, bei Dents kann man auch mittlerweile unsere Waschtabs kaufen. Mhm. Also es ist, wir ziehen alle an einem Strang. Ich bin froh, dass ich so gute stationäre Händler haben. Ja. Und freue mich, dass wir einfach immer mehr werden. Und wir lernen jede Woche dazu und das ist für uns das Wichtigste, dass wir einfach mehr lernen und einfach besser werden können. Das war jetzt eigentlich schon ein gutes Schlusswort. Ich möchte aber trotz allem noch mal kurz wissen, wird es auch in Zukunft neue Produkte von Ihnen geben? Arbeiten Sie gerade fleißig an anderen Dingen schon?
Wir arbeiten dran. Momentan machen wir mehr oder weniger mal unsere Vertriebshausaufgaben. Aber wir haben noch 3-4 Produkte, die wir bringen wollen. Die sind aber noch nicht so spruchreif. Es geht dann eher in die Spülmittelrichtung und auch Spülmaschinenrichtung. Na, da lassen wir uns überraschen. Da dürfen wir gespannt sein. Ich würde einfach sagen, wenn es dann soweit ist, hören wir wieder. Markus Winkler von BioBaula, weiterhin viel Erfolg, auch in Ihrem Bemühen, weiterhin viel, viel Plastik einzusparen. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kiesewetter. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iChock Nachschub gibt's im Bioladen und bei DM.